Willkommen zurück zu einer neuen wilden Folge Battlefront mit einem Mann, der sehr wild untenrum ist, aber obenrum sehr lieb und sanft. Kreis. Ich habe unten so eine haarige Battlefront. So eine haarige, wilde Front hast du da unten, ne? So eine kleine Wookie-Front. Ja. Unten an der Schaffront. Aber ey, ich spiele super gerne Wookie. Musst du mal machen. Wenn du Wookie spielst und dann diese Dingsgranate ist ja schon mega geil. Aber dann zusätzlich, wenn du auf E drückst, dieser Bogen und dann rechte Maustaste, dann fokussierst du. Alter, so. Das Säuregranatentrauma schlägt schon wieder zu. Ja, was soll denn das, Alter? Können die eigentlich nichts anderes als diese scheiß Säuregranaten schmeißen, die Penner? Gehen bei C rein. Schöne kleine Wookie-Ablenkung. Boah, schon wieder Säure. Ich krieg hier nur diese Säure-Dinger überall. Ich schmeiß nur mit abgelaufenen Batterien rum, die Schweine. Ja. Da war einer drin. Oh, da sind mehrere drin. Alles tot. Der Plum wurde bezwungen. Guter alte Plummy-Boy. Sie gehört der, uns. Ey, hört ihr auch mal auf, die Säure? Ist das ein Cheater, der Echsenmann? Ja, ich glaube. Guck mal, das ätzt da die ganze Zeit drin rum. Das hört gar nicht auf. Keine Ahnung. Aber das ist schon hardcore. Das ist ja schon nur Säure am Schon wieder! Spritzen. Schon wieder! Ich bin schon wieder in der Säurewolke. Der gefühlt überall sind Säurewolken, egal wo du hingehst. Und hier wird irgendwie geknutscht. Knutscht die Bahn. Achtung, von hinten. Boah, ich werd von allen Seiten. Ah, ich habe eben gerade auch wieder Plummy Maxi weggeballert. Aber die schnappen sich anscheinend jetzt. Ah, wenn wir nicht aufpassen. Na, ich wollte eigentlich da den. Oh, was ist das? Oh, hier ist Säure. Ich weiß, das Säure, weil da immer noch hier Krokomann vor der Tür steht und sagt: Hey, guck dir mein Krokodilgesicht an. Geholt. Guck dir mein Krokodilgesicht an. Na, ja, der steht hier vor der Tür und spratzelt rein bis zum geht nicht mehr. Die Separatisten haben gerade einen Kopfgeldjäger gerufen. Jetzt haben die sich auch noch einen Kopfgeldjäger geholt. Boah, ganz knapp überlebt. Ich bin noch bei C. Alter, ich schieße den übelsten Impuls Monster Laser. Und aber ich bleib an so einem dünnen Strohhalm von Palme hängen. Ein kleiner Strohhalm. Der die Wände brachte. Den großen Klonkrieg. Atrax hier. Ich plane Richtung D. Kannst du bei mir spawnen? Ich bin im Panzer. Also. Man muss alles spielen. Dann ist man ganz lange in allem schlecht, aber irgendwann. Irgendwann ist man in allem ganz okay. Der okayste Spieler in Star Wars Battlefront. Der okayste Spieler. Meister Yoda ist hier, um uns zu unterstützen. Ich nehme D ein, ganz allein. Wir übernehmen die Kontrolle über Kommandoposten Bash. Oh, ich hätte fast D eingenommen. Boah, Alter. Fahrzeugkill. Komm bei C und spawn wieder direkt in der Wolke des Lights. Wo ist denn das Fahrzeug? Hier. Ja, Alter, ich habe das Fahrzeug zerlegt. Mit meinem Kommando. Wo war das denn? Bei C. Richtig auf die Schnauze gegeben. Noch einen weggeholt. Ihr scheint zu wissen, wie man Kommandoposten erobert. Ja, ich habe meine Erfahrung damit gemacht. Also der Kommando kann richtig gut mit seinem Granatwerfer die Panzer zerlegen. Warum schießt denn dieses Fahrzeug hier noch rum?
So, mach ich's mal kaputt. Irgendwer hasst mich jetzt und hat sich extra einen Panzer besorgt. Wo ist er? Wo ist er? Das ist der letzte. Alle Mann vorrücken. Oh. Das war's ja schon. Oh, das war schnell. Das war schnell. Wie kann ich denn hier aussteigen aus dem Ding? Alter, und da schießt man mir den Rücken. Das war wieder so eine Wiedergutmachungsrunde, ne? Boah, aber Panzerfahren ist schon gar nicht so uncool. Darth Maul ist hier. Es gibt viele Dinge, die gar nicht so uncool sind. Zum TFAT. Los. Aber eine Sache ist ziemlich uncool. Und zwar Säuregranaten. Ich kann hier nicht aussteigen, oder doch? Ah, so. Ich kann nicht einsteigen. Bin dran. Abflug, meine Freunde. Ich hab den Panzer einfach stehen lassen. Hä? Den habe ich Ihnen überlassen. Hier könnt ihr haben, Jungs. Guck mal, je aber mehr. Ich krieg auch manchmal diese Anzeige. Je mehr entkommen, ne? Umso, glaube ich, mehr Zeit kriegen wir oben drauf. Weil da oben steht jetzt 1 Minute 10. Ich wusste, ihr schafft das. Nächster Halt. Chaos und Zerstörung auf dem Dreadnought. Ja, geil, Mann. Chaos und Zerstörung ist genau mein Ding. Stehe ich drauf. Finde ich sexy. Sobald ihr festen Boden unter den Füßen habt, müsst ihr diese Ziele finden und mit allem angreifen, was ihr habt. Ja, ist kein Problem. Rein. Boah, wie alle Helden direkt vergriffen sind, ne? Instant. Ja, ja, gut, klar. Du müsstest im Endeffekt, du musst immer Glück haben. Ich habe manchmal Glück, dass ich einen zufällig kriege, weil ich dann gerade gestorben bin, wenn einer frei ist. Boah, die sind motiviert, die Jungs. Uns. Die sind alle die motiviert. Sind motiviert. Sehr, sehr starke Motivationsansprache. Ich seh nur junge, motivierte Männer. Ja, gut, habe ich aber in diesem Massageclub da auch, ne? Im Massageclub? Boah, hier spreckelt's aber auch wieder aus allen Richtungen. Ja, und jetzt stehen wir wieder hier. Ah, aber Plum C hat auf die Fresse bekommen. Boah, Alter, diese Säurewolke. Guck mal auf die andere Seite. Dreh ich mal um, dann siehst du mal die Säurewolke hinten, wie die einfach alles controlt. Hinter uns! Killgrill. Er rollt wieder durch. Er rollt unten lang. Ich wünschte, ich könnte bei dir spawnen. Aber du bist im Kampf. Ach so, wegen dem da. Jetzt hat aber sein Schild der Verdammnis. Ja. Killgirl. Hans 43. Killgrill. Schreibt mich bitte an. Schreibt mich bitte an. Ich sag dir, wenn du eine Frau oder generell ein junges Mädchen bist und das Internet benutzt, benutze niemals irgendetwas, was darauf hinweisen könnte, dass du weiblich bist. Ha, Blamsi! Vor allen Dingen junge Mädchen sind sehr, sehr gefährdet im Internet. Bist nicht mal mehr sicher in irgendwelchen Apps. Nee, du bist nicht sicher. Sergeant Kribbel. Überall nur noch Krieg. Es war mal so schön, das Internet, als es noch Geld gekostet hatte und keiner genau wusste, wie man es benutzt. Ja. Ja, ist wirklich so. Da war das Internet ein so toller Ort mit so viel Spaß und Freude. Es hat so viel Spaß gemacht. Das Geschütz. Jetzt sag nicht, wir schaffen wieder diesen einen Punkt da nicht. Nein, schaffen wir nicht. Doch, er kippt. Ziel wurde deaktiviert. Wir müssen unten durch. Ach, schon vorbei? Wie viele Kills hat er denn? Alter, er hat 131 mit seinen Säuregranaten gemacht. 131 Kills.
Aber guck mal, Pfaffen und der Iredgun hat auch 130. Ja, aber trotzdem, der Typ ging so auf den Sack. Diese Granaten hat er einfach irgendwo reingeworfen und dann sind schon die Leute verreckt. Bossquoss ist halt einfach mies. Guck dir die alte Echsennase an. Halb Schwein, halb Blizzard. Aber ganz Blizzard-Mitarbeiter. Aber dieser Kommando hat mir gut gefallen. Der war echt richtig gut. Ich weiß nicht, ist halt, ne? Ich spiele halt gerne Wookie, ne? Ich spiele halt gerne meine Verwandten. Ich unterstütze sie einfach. Gibt nicht viele Franchises, wo meine Mutter noch Arbeit bekommt. Ist nicht mehr brand safe für viele Dinge. Meine Mom ist nicht mehr brand safe für viele Dinge. Ja. Jetzt haben sie alle Server runtergefahren. Nee, wir reisen doch schon. Ach, wir reisen nach... Ach stimmt, der Bus nach Takodana, der fährt ja um... Ja, wir müssen jetzt über die Takodana-Grenze einen kleinen die Sprint machen. Die Takodana-Passage. Was? Wieso sind jetzt alle Spieler raus? Na also, da geht doch was. Ah, die Rasselbande. Jetzt wird reingewandelt, aber... Schön reinrasseln. Aber die wollen immer nur diese zwei Karten spielen irgendwie. Alle anderen Karten sind nie genug Leute auf dem Server zum Zocken, ne? Nee, jetzt sind wir in der Wüste. Die hatten wir jetzt auch schon eine Weile nicht mehr. Ich wäre gerne nochmal hier in dieser Palaststadt, wo die Prinzessin entführt werden will. Ach so, ja. Wo man das Mieder niederreißen muss. Guck mal, die rennen schon alle hier kräftig los. Ich kann gucken, wie sie losrennen, bis ich starten darf. Ja gut, aber wir müssen halt auch in mehreren Wellen starten. Standardvorgehensweise, Jungs. Sichert diese Position und geht dann an Bord dieses Schiffs. Ah, hier ist mein Lieblings-A-Spot. Ja, A ist hier ziemlich knackig, ne? Boah, ich bin tot! Vom anderen Ende der Karte! Yo! Sniper, oder? Ja! Aber wie ekelhaft! Wie ultra ekelhaft! Hier rennt irgendwo einer rum. Hab ihn. Er hat mir einen Schuss gegeben und bam, weg. Direkt ein Heady. Direkt auf den Deckel geschossen, die Sau. Bei C ist, glaube ich, richtig Action. Ja, du bist halt mit deinen Rockets natürlich extrem schnell, ne? Ja. Alter. Kiten Mischleck habe ich besiegt. Der alte Schlektorianer. Schleck und Stein. Ey, der hat eben gar keinen Schaden gefressen, der Dude. Ich hab richtig wild auf den eingeschootet. Und der so, I don't give a Schleck. Was war das denn? Hast du gehört? Nee. Ich bin mit Wilhelmschem Schrei bin ich draufgegangen. So original. Ja, immer wenn du hier... Jetzt bist du auch offiziell im Kampf gerade. Na, jetzt bin ich gerade drin. Reinaldo bewegt sich nicht. Was ist mit unserem Squad los? Beide stehen da rum. Boah, ich stehe hier oben. Aber die hassen mich dafür, dass ich hier oben rum dance. Komm mit einem Panzer von unten. Ja, die wollen uns jetzt so ein bisschen unterwandern. Druck bei D. Weil wenn Druck, dann jetzt Druck. So, ich habe schön Druck auf den Panzer gemacht. Ich muss da mal weg. Alter, hier geht's rund. Auch die E-Buben werden gerade in die Mangel genommen. E-Buben. Ich laufe hier gerade durch so ein verruchtes Tunnelsystem, was voll dumm ist, aber irgendwie... Ich laufe hier gerade durch ein verrauchtes Tunnelsystem. Da hinten sind Druiden-Scharfschützen. Vorsicht. Ey, lass aber auch nicht locker hier. Sniper Boys. Meine Hand habe ich ihn weggeschlagen. Manchmal fliegen die hier am Kartenrand entlang mit ihren Jado-Packs. Mit ihren Jado-Packs.
in Elgato Packs. Die in Elgato Sponsoring Packs. Ja, die machen jetzt auch so Jetpacks und so, Raketenstiefel. Warum nehmen wir die denn nicht ein? Die sind doch hier. Ja, irgendwie, irgendwo. Keine Ahnung, ich hab mal blind reingefeuert und irgendwas getroffen. Das war geil. Ja. Wir sind dabei. Oh, der hat einen gecharged Schuss gehabt. Wieder der Sniper-Mann da hinten. Mag mich nicht. Die ist unser. Oh oh, da kommt wieder der Echsenbruder. Bosk. Und direkt mit der Säure. Was denn auch sonst? Wir kontrollieren fast das gesamte Schlachtfeld. Darth Maul ist hier. Jetzt haben die aber auch noch Darth Mund, oder ist das unserer? Ich glaube, Mund gehört zu uns, ne? Mund ist doch bestimmt so ein Klonfreund, oder? Kein Freund. Ich wollte gerade sagen, Mund ist kein Freund der Klonerie. Ja, der hat mich auch direkt geklappstuhlt. Was hast du denn das Maul mit... Hat mir direkt eine Klappstulle gegeben. Direkt eine ordentliche Klappmundstulle. Und die holen sich jetzt aber C, es gefällt mir gar nicht. Wow, nein, ich lass mich hier nicht klappstuhlen. Na, darf Zaubermund. Wo ist er denn? Lass mich! Was habe ich denn getan? Wie macht der sowas nicht zum Essen? Oh Mann! Wow, mein Jetpack dreht durch! Nee, der wollte mich unbedingt. Der hat richtig Zorn auf mich gehabt. Ich weiß nicht, was ich dem angetan habe. Uff. Aber er ist trotzdem Hero. Kommt, nein! Jan, was? Oh, er hatte nichts mehr und hat mir dann so eine Boss-King-Quelle gegeben. Egal, ich habe ihn als gewöhnlicher kleiner Mann. Ja. Erhole dich. Da rennt einer mit einem Scooter rum. Alter, Scooty McScroochen, Alter. Wirklich jetzt? Ja, du musst auch deinen Scrooge reinhängen in die Vorrichtung. Hier fliegen diese Dings rum, diese Jaja Binks oder so. Kann das sein, Alter? Nein, hier gibt's keinen Jaja Binks. Der alte Wüstenrommel. Ha, Maul ist down. Hat sich ausgemault. Ja! Was geht da ab? Anscheinend hat sich das Bam! Was ist der blöd? Ja! Alter, der Boy räumt auf! Wenn ich das nur meiner Mutter zeigen könnte. Wir übernehmen die Kontrolle über Kommandoposten Dorn. An Dorn halte ich richtig gegen die Armeen. Der Schlapperatisten. Steck fest. Wir haben die Kontrolle über Kommandoposten Dorn übernommen. Die Streitkräfte der Republik kontrollieren das Schlachtfeld. Ja, wir beherrschen. Wir herrschen. Alter, hier schmeißt einer Granaten. Wo hocken die denn rum? Da. Oh Gott, ich steck fest. Wir drängen sie zurück. Nein. Oh, nee. Kam ich nicht weg. Ah, da war noch einer. Mist. Egal, wir haben trotzdem so abgecreepscht. Irgendwie bringt das Zoomen in diesen Panzern gar nicht so viel. Wir sind verloren. Auf ewig. Auf ewig. Spawnen die denn überhaupt noch? Es ist ja alles voller Rauch, ich sehe nichts.
Da rennt einer rum. Aber der wurde gejodert. Jetzt sind wir schon bei ihnen am Spawn und schießen quasi in so ein Erdloch rein, wo sie spawnen. Richtig ekelhaft. Boah, ey. Level 842, goldener Stern, Super Deluxe, deine Mutter. Wo ist der Typ? Der lebt doch bestimmt klar, noch. So jemand wie der, der stirbt nicht. So, hier, General Grivas. Und an Bord gehen, ne? Aber wir sind irgendwie alle ziemlich killgierig anscheinend. Ja. Keiner will an Bord gehen. Aber das rächt sich, Jungs. Das rächt sich. Ich geh rein. Ich gönn dem Team. Guck, da kam auch schon Darth Maul. Mit seinem schwarzen Zahnfleisch. Der war auch nicht immer rot-schwarz. Der hat nur sehr viel geraucht. Kinder, da seht ihr, was da was kommt davon. Er hat sehr viel geraucht, der Mann. Ja, ich lenke sie mit dem Panzer ab, damit genug Leute an Bord kommen können. Aber die Boarding-Phase ist eigentlich durch, ne? Da geht nicht mehr wirklich viel. Boah. Schön abgeboardet. Oh. Die Points! Die Points! Da Punkte! Da Punkte! Chaos und Zerstörung auf dem... Guck mal, da ist jemand richtig wütend. Cheap today, ja. Sobald ihr festen Boden unter den Füßen habt, müsst ihr diese Ziele... Der raged richtig. 0100, aber kann man eh nicht sehen, wie oft jemand gestorben ist oder nicht? Doch, wenn du... Achso, du, bei Gegnern kannst du es nicht sehen, aber bei dir selbst schon. Nee, ich sehe es bei mir auch natürlich, nicht. Natürlich, Tab, siehst du unten. Kills so. Und Assists und Devs und alles. Rückt zu euren Einsatzzielen vor. Na komm, ich geh mal als Spezialist eine kleine Runde rein. Ich geh als Mr. Commando. Er rollte einfach wieder durch. Ah, aber ist tot. Weil er sich ein bisschen verrollt. Boah, Alter, wie viel Schaden macht denn so ein Geschütz? Ja, ja, das ist voll. Wenn es erstmal aufgeladen ist und auf einen schießt, stehst du echt dumm da. Moin, Jungs. Wo ist denn hier der. Der Krefelder? Wo ist denn hier der Chef? Der General Krefelder hier. Boah, Alter, wie sie da hinten alle herfliegen. Bam. Achtung, Count Doku. Was hab ich da? Was? Ach, der hat überladen. Ja, gut. Das macht natürlich bösen, bösen Damage. Bist du noch am Leben? Ja, nee, jetzt gerade nicht. Ich bin gerade wieder... Shooter sind immer sehr schwierig für mich, weil mein Gehirn in einer Niederfunktionsstufe läuft zurzeit. Ich hätte so Bock auf Toastbrot mit Salami. Eigentlich könnte ich es ja essen, ist ein bisschen Zucker drin, ne? Aber in Salami ist eine Menge Zucker sogar drin. Wir haben unsere ersten Einsatzziele gesichert. Ja, aber so vier kleine Scheibchen, lecker. Ey, kannst du machen? Ich verurteile dich nicht. Nee, mal gucken. Ich fahre mir heute ein Auto angucken. Dann können wir von hier verschwinden. Ich brauche wieder ein Auto, sonst funktioniere ich als Mensch auch nicht mehr richtig. Ich bin einer dieser Menschen, die Zucker lieben. Alter, hier ist wieder hier einer nur mit seinem Lizardo, ne, und... Naja. Kassiert. Ich mach auch nur das 2-Wochen-Programm. Danach ist Feierabend. Danach ich meinem Körper nicht intravenös, direkt rein. Hängt mich an die Spritze. 3 Tage Durchfall. Mit seinem neuen Party-Hit. Ja, aber
du wirst sehen, wenn du dich das erste Mal wieder so richtig vollstopfst, dann geht's dir richtig schlecht und so. Ich so, dafür will man doch den Rausch. Um dann auf dem Sofa zu liegen und sich zu hassen und zu leiden ein paar Stunden, aber in einer geborgenen, sicheren Umgebung zu sein. Oh. Da ist er wieder, der Echsenmann, der Krötenboy. Ja, Big Lizard. Oh, Big Kröti, Alter, er geht mir immer auf den Sack. Ich kann nicht connecten, jetzt. Komm, rein, Männer. Granaten. Links, rechts, links. Verteilen. Ja, sehr gut. Mach Druck. Wenn man einmal drin ist. Wir schalten das Ziel aus. Und den Maul weg. Ich lenk ab. Nichts hält mich am Boden. Wir nehmen das Schiff auseinander. Ja. Nice. Ach, da rollt wieder einer rum. Niedel ihn. Boah, Alter, wie lange geht dem sein Überladen, bitte? Der überlädt ja auf ewig. Ich wünsche, ich könnte bei dir spawnen. Du bist im Fight. Komm. Warte, ich gehe ein bisschen weiter weg. Oh. Ja, da bin ich. Ja, Achtung. Zweite Ziel ist down. Boah, was sieht der? Oh, Alter, da oben stehen so viele. Wo ist er denn? Oh, Alter. Dr. Weasel. Bist du noch am Leben oder bist du weg? Ich bin jetzt gerade weg. Ich versuche zu spawnen, aber geht nicht. Haben wir schon gewonnen? Nee, einer fehlt noch. Und du weißt, wie es letztes Mal ausging. Aber hatten sie da nicht mehr verteidigt? Ja, aber... Ah, der schmilzt gerade ganz gut. Ja, wir sind jetzt gut drin und wenn dann immer ein kontinuierlicher Fluss ist, kommen sie auch nicht mehr so gut hinterher. Genau, du musst einmal durchgebrochen sein, dann kannst du dich besser verteilen auch. Weißt du, wenn dann unten und oben welche sind, versuchen sie natürlich Kills zu holen und fokussieren nicht nur diesen einen Gang hier in der Mitte. Oh, der andere hatte wieder gar nichts, aber egal, ich habe noch einen weggeholt und den anderen habe ich so zerschrotet. Warst du schon? Nee. Immer noch. Ich gehe rein, ich lenke ab. So. D5, das ist die Waffe der Helden hier offensichtlich, ey. Irgendwo ist wieder der alte General. General Grabwurst. Boah, ich geh rein! Wir haben jetzt Meister Yoda in unseren Reihen. Alter, hab ich ich hab richtig reingewurstet. War eigentlich ein ganz guter Move. Kommt schon, wir haben uns da aber fehlt dann von hinten unterwandert. Mehr. Wir kommen jetzt von beiden Seiten da in den Tunnel irgendwie und machen Spaß. Wir haben's. Ah, schönes Ding. Ja, die hatten keine Chance. Nee, die haben wir richtig abgefrühstückt. Haben wir richtig schön reingesnackelt. Oh, das wird den Klapper gestellt. Das wird dem alten General aber gar nicht passen. Ja, überall sind heulende Separatisten da aus dem Flugzeug gefallen gerade. Zu Boden gestürzt tot. Ah, geiles Ding. Alter hier. Gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Schwengelhaar.